Ja, hinter diesem QR-Code verbirgt sich die NRW-Fachberatungsstelle gerne anders. Deswegen willkommen bei uns. Mein Name ist Sabina Bruno und ich bin ein Teil der Fachberatungsstelle. Das Team von gerne anders sensibilisiert Träger und Fachkräfte der Jugendhilfe. Um welche Themen geht es denn da genau, fragen Sie sich sicherlich. Bei uns geht es hauptsächlich um sexuelle Orientierung, geschlechtliche Vielfalt und natürlich um die Lebensrealitäten von LSBT-Jugendlichen. Unser Team besteht aus ganz diversen Fachkräften mit unterschiedlichen Abschlüssen und Zusatzqualifikationen, die jeweils langjährige Erfahrung mit der Arbeit mit LSBT-Jugendlichen haben. Darüber hinaus stehen wir in enger Kooperation mit dem Anyway Köln und den Together Jugendprojekten. Dadurch können wir ja auf 20 Jahre LSB und später auch TIN Jugendarbeit zurückgreifen. Unsere Zielgruppe sind Träger und Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendhilfe, die sich wiederum darüber bewusst sind, dass ihre Zielgruppe nicht nur aus Cis- und Hetero-Jugendlichen besteht und die deshalb sich mit den Bedürfnissen von allen Jugendlichen auseinandersetzen wollen. Wir helfen Ihnen zu verstehen, was hinter der langen Buchstabenkette LSBTIN steckt, wie wichtig Wissen über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ist und natürlich, wie Sie Ihre LSBTIN-Jugendlichen in Ihren Räumen sehen und auch sichtbar machen können. Denn leider ist es erschreckend häufig so, dass Jugendliche Worte wie Kampflesbe oder Schwuchtel als Schimpfwörter nutzen und dadurch vermitteln, dass nicht heterosexuell zu sein etwas Schlechtes ist. Kein Wunder, dass dann LSBT-Jugendliche an Orten, wo viele andere Jugendliche sind, sich nicht sicher fühlen oder vielleicht auch gar nicht dort vertreten sind. Gerne anders bietet ihnen individuelle Fachberatung und Fortbildungen bei ihnen vor Ort oder bei uns in unseren Räumen in Mülheim an der Ruhr. Wir kommen zu Ihnen in ganz NRW und passen unsere Angebote an Ihre Bedürfnisse und Interessen an. Egal, ob Sie nun bei Null anfangen oder schon ein Halbprofi in einem Thema sind, wir klären Ihre Fragen und versuchen, das Wissen über LSBT-Jugendliche in die Praxis umzusetzen. Durch die Förderung des Landes NRW können wir Ihnen dieses Angebot sogar kostenfrei zur Verfügung stellen. Doch das ist nicht alles. Wir machen auch zukünftige JugendarbeiterInnen fit für die Jugendarbeit mit LSBT-Menschen. Bereits zum zweiten Mal konnten wir dieses Jahr eine Qualifizierung und Weiterbildung für Studierende und Haupt- und Ehrenamtliche der Jugendarbeit anbieten. Falls Sie jetzt noch mehr über unsere Angebote erfahren möchten, dann scheuen Sie sich nicht davor, unsere Website zu besuchen oder uns noch am besten persönlich zu kontaktieren. Oder besuchen Sie uns doch auf einen unserer Fachtage. Dieses Jahr sind wir in Aachen vertreten. Am 2. November treffen wir uns dort mit spannenden ReferentInnen, um über das Thema Liebe, Sex und Jugendhilfe bei LSBT-Jugendlichen zu sprechen. Bis bald, auf Wiedersehen!